Hallo lieber Zwilling und willkommen zu deiner Tarot-Halbjahreslegung für das erste Halbjahr 2025. Ich bin Daniela von Sonne, Sand, Meer Tarot und so eine Legung für ein halbes Jahr oder Jahr gibt es bei mir auch als persönliches Video zum Download. Die Infos dazu findest du unter dem Video. Und wir schauen direkt für die Zwillinge hier in den Januar, in den Februar, in den März, in den April, den Mai und in den Juni. Und diese erste Karte ist für mich immer so dieser energetische Türöffner, wie ich ihn ganz gerne nenne, was einfach eine Energie anzeigt, die sich hier im Lauf des Halbjahres oder auch des Jahres fortzieht. Und ich werde im Mai, Juni auch noch eine zweite Legung machen für das zweite Halbjahr. Ja, wir haben jetzt hier die drei der Münzen, die Arbeit. Das heißt, es mag sein, dass dich im Januar und auch im weiteren Verlauf des Jahres öfter mal Dinge beschäftigen. Das heißt, etwas geht dir im Kopf rum und das wühlt dich auch irgendwo emotional auf oder berührt dein Herz. Wir sehen hier auf dieser Karte immer diese Wolkenwellen im Hintergrund, ja, wo wir einfach sehen, dass Denken und Fühlen sehr eng miteinander verknüpft ist. Und indem du dich mit deinem Denken und Fühlen auseinandersetzt, entsteht in dir Klarheit. Und diese Klarheit zu finden, das ist das, was sich auch noch weiter ziehen wird im Lauf des Jahres. Und dann haben wir hier die Sieben des Feuers. Und das ist eine Karte, die sagt, lass dich nicht aufhalten. Was auch immer du vorhast, was auch immer deine Ideen und Pläne sind, lass dich nicht aufhalten, auch nicht von dir selbst. Das ist auch eine Karte, die so ein bisschen Durchhaltevermögen mit sich bringt. Und ich habe hier Broken Open. Das hier ist eine ganz signifikante Karte. Ja, das ist einfach die Karte, die sagt, dass alle Schwierigkeiten in unserem Leben, alle Risse, die wir im Lauf unseres Lebens bekommen, alle Kratzer, alle Narben, alle Wunden, uns aufbrechen, damit das Licht noch intensiver aus uns herausstrahlen kann. Und aus dir strahlt so eben auch noch mehr Klarheit heraus, die aus der Auseinandersetzung mit dem Denken und Fühlen kommt. Dann schauen wir hier in den Februar. Im Februar haben wir den Teufel. Und der Teufel ist oft eine Karte, die sagt, dass wir uns selbst im Weg stehen. Ja, und ich habe ja hier schon gesagt, jetzt lass dich nicht aufhalten, vor allem nicht von dir selbst. Und der Teufel sagt genau das Gleiche. Ja, steh dir nicht selbst im Weg und mach dich nicht von Dingen abhängig, ja, von Menschen abhängig. So, wenn ich irgendwann einen Partner habe, dann mache ich meine große Reise und dann kommt der Partner nicht und dann macht man nicht die große Reise, ja, weil man sich selbst im Weg steht und sich abhängig macht von Dingen, die möglicherweise sehr lange auf sich warten lassen, ja. Und der Teufel ist immer so eine Karte, dass man sagt, wenn ich das und das erstmal geschafft habe, dann mache ich das und das und eben immer Abhängigkeiten kreiert. Und Abhängigkeiten und Co-Abhängigkeiten sind sehr vielfältig. Ich habe hier den Botschafter des Feuers. Und das ist eben auch wieder jemand, der seinen Ideen folgt, ja, und sich nicht von äußeren Umständen, Menschen oder Ereignissen abhängig macht. Ich habe hier Ganesha. Die unendliche Fülle. Und er sagt, dass Hindernisse aus dem Weg geräumt werden und dass spirituelle Unterstützung und spirituelle Verbindungen sich vermehren. Gut, dann schauen wir weiter in den März. Im März habe ich hier die Hohepriesterin liegen. Ich habe den Eindruck, dass du hier einfach offener bist für die Fülle und die Dinge, die sich in deinem Leben manifestieren wollen. Ja, dass es auch wieder einfacher wird, in den Fluss des Lebens zu kommen. Auch
dass du intuitiv weißt, was zu tun ist. Und die Intuition unterstreicht sich hier nochmal mit dem Mond. Ja, der Mond ist auch immer einerseits eine Karte, die sagt, kurz bevor die Sonne aufgeht, ist die Nacht am dunkelsten. Ja, und manchmal brauchen wir die Dunkelheit in unserem Leben, damit unsere Intuition stärker hervortreten kann. Und auf diese zwei Karten kommt jetzt noch eine Mondkarte drauf. Ja, also auch hier wieder, Blockaden werden gelöst. Ja, als ob in dir etwas aufbricht, was ganz viel Energie freisetzt, ganz viel Blockaden löst. Und dadurch, dass hier die Hohepriesterin liegt, das ist ja auch nochmal ein Zeichen dafür, dass die Energien einfach wieder fließen und nicht mehr durch Blockaden aufgestaut werden. Also eigentlich eine sehr gute Energie hier im ersten Quartal. Es kann natürlich immer mal sein, dass wenn solche Blockaden aufbrechen, dass das manchmal ein kleines bisschen ruckelig ist, bis das dann fließt. Dann haben wir hier den Prinzen der Scheiben. Ja, hier kommt auch wieder Bewegung rein und zwar eine Bewegung, die dich wirklich auch in der materiellen Welt voranbringt. Der Prinz der Scheiben ist auch jemand, der sein Leben genießt, ja, der die positiven Dinge des Lebens zu genießen und auszukosten weiß, ja. Das ist jemand, der riecht an einer Blume, wenn er an der Straße entlang läuft oder wenn er ein Glas Wein trinkt, dann schüttet er es nicht runter, sondern lässt sich den Geschmack auf der Zunge zergehen, um die ganzen Nuancen zu schmecken. Ja, also er ist ein Genießer. Und darauf kommt die 10 des Feuers. Ja, auch hier sehe ich wieder die Blockadenlösung. Dass eben Dinge rausgehen, beseitigt werden, die dich zurückhalten, die dich blockiert haben, die dich nicht weiter haben kommen lassen. Ja, und deswegen geht es jetzt voran. Und zwar langsam und stetig und erfolgreich, einfach weil das hier rausgeht. Und ich habe hier auch das Gefühl, dass hier im April nochmal wie so ein Reinigungsprozess stattfindet. Ja, und dann habe ich hier Lady Nada, das sich ausdehnende Herz. Und da geht es um Offenheit, um Befreiung und auch darum, dass du dir gestattest, zu lieben und geliebt zu werden. Also möglicherweise kommt hier auch die Liebe mit in dein Leben hinein, wobei der Prinz der Scheiben ganz gerne mal jemand ist, der die Liebe in der körperlichen Form sehr zu schätzen weiß, aber sich nicht unbedingt so schnell darüber hinaus bewegt, was man natürlich immer im Einzelfall sehen muss, ja. Im Mai haben wir hier die 9 der Münzen, den Gewinn. Das kann immer mal eine Dreieckssituation anzeigen, die für alle drei Beteiligten sehr positiv und gewinnbringend ist, ja, also quasi eine Win-Win-Situation. Das kann eine Vater-Mutter-Kind-Situation sein, das kannst du mit deinen zwei besten Freundinnen sein, was auch immer. Ja, aber so diese Zahl 3 ist hier ein Faktor, der Stabilität gibt in irgendeiner Form. Und dann haben wir hier den König der Luft, die Klarheit. Klarer Blick. Und hier kommt noch ein Edelstein mit dazu. Das Tigerauge. Und das sagt, überwinde deine Ängste. Ja, Ängste können auch Blockaden sein. Ängste können uns zurückhalten und blockieren. Und generell sind Ängste in mancherlei Hinsicht ja auch etwas Positives. Ich meine, ja, wenn wir keine Angst hätten, dann würden wir wahrscheinlich im Wald Wölfe streicheln, aber wir wissen halt, dass sie beißen können und haben zu Recht Angst vor Dingen wie Wölfen. Ja, also Angst kann uns auch beschützen. Aber manchmal, wenn wir zu ängstlich sind oder die Angst sich ausweitet, dann ist es so, dass die Angst uns eben auch blockieren und zurückhalten kann. Ja, und von dem her, der König der Luft ist jemand, der ist sehr klar und unemotional. Das bedeutet, dass er Risiken sehr gut einschätzen kann, weil er eben diese mentale, geistige Klarheit hat. Und das hilft ihm eben hier auch, Ängste zu überwinden. Und entweder hast du hier Unterstützung durch irgendein Dreieck, was bei dir ist,
Ja, oder das kann auch dafür stehen, dass einfach Körper, Geist und Seele zusammenkommen. Das ist ja auch wiederum ein Dreieck. Dann schauen wir hier, es geht hier in die Fülle. Ja, es geht wirklich aus der Blockade hier in die Fülle, in den Wohlstand, in das angenehme Fließen von Energien. Ja, also wie gesagt, der Weg dahin, der muss nicht immer ganz einfach sein. Der kann manchmal so ein bisschen ruckelig sein, ja. Und hier haben wir noch die zwei der Erde. Und das ist einfach der Wechsel. Ja, aus der Blockade in die Fülle, in den Fluss. Und das gefällt mir sehr, sehr gut hier für die Zwillinge. Das ist ein sehr positives, ja, erstes Halbjahr. Und hier im Juni, Mai, Juni, das ist ja dann immer auch die Zeit, wenn die Zwillinge Geburtstag haben. Und da ist das, wann dann dieser Wechsel kommt und sich die Fülle manifestiert. Und wie gesagt, hier bricht das alles so auf. Die Blockaden, die brechen alle auf. Und das kann manchmal, wie gesagt, so ein bisschen ruckelig sein. Ich überlege gerade noch, wie ich das besser beschreiben kann. Ja, das ist so, wie wenn man mit einem alten Auto anfährt und die Kupplung so ein bisschen ruckelig ist. Ja, und dann macht es so hoppala, hoppala, hoppala und dann fährt man aber auch geradeaus und dann ruckelt es auch nicht mehr. So meine ich das. Und auch hier habe ich wieder den Geist der Luft, ebenso diese Klarheit auf die Dinge, dieses klare Vorangehen. Und ein klarer Blick ist auch immer ein Blick, der ist dann im Endeffekt frei von Blockaden. Ja, lieber Zwilling, soweit ein Blick in die Karten für dich für das erste Halbjahr 2025. Ich hoffe, die Legung war dir hilfreich, konnte dich ein bisschen inspirieren und motivieren. Ich freue mich wie immer riesig über Likes und Kommentare, gerade auch über die Kommentare, weil auch ich dann mal ein bisschen was sehe und höre von all den Menschen, die da draußen immer zuschauen. Und das freut mich persönlich einfach auch wahnsinnig. Ja, schön, dass du dabei warst. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Zum Jahresende gehen wir wieder durch die 12 heiligen Nächte, die Rauhnächte. Diese finden statt vom 25. Dezember bis 5. Januar. Es sind also 12 Tage und an jedem Tag orakeln wir für einen Monat im kommenden Jahr. Es gibt dazu einen Newsletter mit Infos zu dem jeweiligen Tag und was man an dem Tag sonst noch so praktiziert. Und da ist auch ein Link drin zu einem Video, wo du dir einen Kartenstapel aussuchen kannst oder auch mehrere und somit eben über 12 Tage in das neue Jahr hineinspürst und auch so eine Art Jahreslegung für dich selbst erstellen kannst. Das Ganze kostet 25 Euro für 2025. Und mit diesem Betrag unterstützt du meine Arbeit hier bei YouTube. Ich mache diesen Kanal wahnsinnig gerne, aber es ist wahnsinnig viel Zeit, die hier reinfließt. Und daher diese Aktion zum Jahresende, um den Kanal eben auch so ein bisschen zu unterstützen. Ich würde mich wirklich freuen, wenn viele von euch dabei sind, eben auch in diesem Sinne, dass es hier in vollem Umfang weitergehen kann. Ja, und was auch noch neu ist, ist, dass ich dir auch im kommenden Jahr in jedem Monat immer eine E-Mail schicke mit dem Video von dem entsprechenden Monat, sodass du einfach noch mal reinschauen kannst, dass du dich daran erinnern kannst und die Arbeit der Rauhnächte im kommenden Jahr nicht so ganz verloren geht. Alle Infos dazu und den Link findest du unter dem Video und ich freue mich, wenn möglichst viele dabei sind. Alles Liebe!